Thema Monitoring muss man sagen, sind wir schon auch seit längerer Zeit auch im Thema in der Wolke, also in der Cloud unterwegs, nur halt nicht so, sagen wir mal, in den Medien vertreten, weil das überwiegend im Projektgeschäft läuft. Seit 2012 sind wir bekannt für Zero-Client-Lösungen, einmal in der Citrix-Landschaft und einmal in der VMware-Umgebung. Und jetzt kommt zusätzlich noch, so im November, bringen wir eine neue Cloud-Lösung auf den Markt, die im Prinzip allumfassend ist. Wir bauen Thin-Clients in einen Monitor ein. Das heißt, wir haben eine All-in-One-Thin-Client-Lösung und da sind wir eigentlich auf dem Markt relativ alleine. Und wir starten mit drei Lösungen. Einmal eine kleine Box, dann einen 24-Zoll-Monitor und einen 38-Zöller, der dann eher in Richtung Großunternehmen geht, ins Finanzwesen oder in Banken und Versicherungen. Sehen uns da eher als Hardware-Lieferant, nicht als Cloud-Lösungslieferant. Wir sind im Prinzip die Schnittstelle zwischen dem Menschen und der Cloud. Das ist relativ einfach. Zum einen hat man einen sehr viel aufgeräumteren Schreibtisch, also minimalistisch, weil die ganze Rechenleistung, die normalerweise irgendwo unter dem Schreibtisch steht oder neben dem Monitor steht, im Monitor integriert ist, somit sehr viel mehr Platz zur Verfügung steht. Das Kabelwirrwarr hört komplett auf. Es ist leise, weil dieses Design ein lüfterloses ist. Man hat natürlich auch sehr viel mehr Energievorteile. Man braucht nur ein Drittel von dem an Energie, was man für einen normalen Arbeitsplatz bräuchte. Und das ist der große Vorteil. Und man vereint natürlich die hervorragenden Sichteigenschaften von einem Monitor in dieser Lösung mit dazu. Das ist auch eine relativ simple Geschichte. Sie sind universell einsetzbar. Man kann sie zwar den 24-Zöller mit einem vorinstallierten Windows 10 IoT erwerben und mit den Clients für VMware, für Citrix oder für Windows ADP. Aber der Systemhaus oder der Kunde ist so flexibel, dass er das auch ohne Betriebssystem kaufen kann. Und das macht den großen Vorteil aus. Zudem kann man an diese Monitorlösung einen zweiten Standardmonitor mit anschließen, und zwar bis eine Auflösung von 4K. Und der Vorteil dabei ist, er hat dasselbe Look and Feel wie von diesem All-in-One-Client zu dem normalen Monitor. Das fällt halt überhaupt nicht auf.